Füße weg hier. Freitag, 3. Februar. Herzlich willkommen im Vlog Nummer. Vlog Nummer 361. So, wir haben die Gitter hier rausgeholt und die müssen jetzt direkt weiter, weil die eine Ziege ist gerade am Lammen. So, hängt das da fest. Ein Lamm ist da, ich hoffe, das bleibt bei einem bei der. Weil gar keinen Bock, noch wieder eine Flaschenziege groß zu ziehen. Ey. Ich zeig's euch nachher erstmal die Gitter rüber und dann sehen wir weiter. Na, Papa? So. Eventuell vielleicht, ey. Na, wir gehen nachher mal ein bisschen ran. Zwei Stück, es sind doch wieder zwei. Mama, das Baby macht jetzt dich! Mama! Das Hallo! Baby. Mama. Auch einmal streicheln. Ihr könnt nachher. Ja, hier. Der Nachteil an so einem Spaßlicht, dass das ausgeht, ist, dass es nicht angeht, wenn ich den Lichtschalter einschalte. Bevor ich das Handy raushole, drücke ich auf den Knüpp und dann geht das Licht auch an. Hui, Moinsen, Samstag, der 4. dürfte das sein, 4. Februar. Bin mit den Kids am Tüdeln, habe ihm noch Kartoffeln gepackt. Junior hat einen kleinen Holzbock bekommen, weil der gerne Holzarbeiten machen möchte. Ist ja auch geil, das muss man ja unterstützen. Boah, hier drin ist aber doch ein bisschen wärmer als draußen. Und da kam Paketbote. Und der hat was gebracht. Ich lese, da war auch diesmal ein Zettel bei, pass auf. Hi Sven, keine Ahnung, ob das Teil 1 oder 2 ist, weiß ich jetzt nicht, was er meint. Egal, Hauptsache Spaß damit. Gruß vom Ackergaul, Jens, alter Schwede. Er hat hier was geschickt. Moment, zwei Sachen. Zum einen haben wir hier, komm, wir packen das aus. Moment, wir packen das eben aus. Selber sehr, sehr. Hier steht draußen dran, was drin ist. Voll geil. Du bist verrückt, du bist verrückt. Und warum denn gleich zwei Sachen? Das tut doch wirklich in den Not. Ja. Ihr könnt es doch nicht erkennen, ne? Pass auf. Voll geil. Voll geil. Also das freut mich richtig, richtig. Wollte ich schon immer haben, echt. Kein Fall. So, pass auf. Den Müll machen wir gleich weg. Jetzt machen wir das Köfferchen auf. Und da sehen wir einen richtig geilen, könnt ihr das sehen? Ach, Kreisschneider. Voll geil. Richtig. Und das kommt mir zufällig so gelegen jetzt sogar. Ich habe schon überlegt, ich muss nämlich, ich wollte gerne 85er Loch bohren können. Ob es Forstner Bohrer bis 85 gibt, weiß ich gar nicht. Ich habe bis 40 oder so. Geil. Richtig geil. Also traumhaft. So, denn dafür schon mal ganz lieben Dank. Also, das ist echt so geil. Und dann ist da noch ein zweiter Karton in dem Paket gewesen. Und da drin. Weiß ich nicht, was drin ist. Ein Holzkasten. Oh, ich ahne was. Ich ahne was. Na komm schon, geh auf. Na, jetzt. Wir öffnen gemeinsam. Fräserset für die Oberfräse. Auch voll geil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 12 verschiedene Fräser. Alles dabei. Kantenfräser. Nutfräser. Abrichtfräser. Geil. Also, Ackergaul, Jens. Vielen, 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 vielen Dank. Richtig geil. Aber du weißt es ja schon, dass es angekommen ist. Ich schicke nämlich gleich eine Nachricht. Geil. Dankeschön. Ha. So, jetzt räume ich den Müll. Geil. Jetzt räume ich den Müll an der Seite. Und dann geht's wieder nach draußen. Denn die Hunde dürfen jetzt frei. Ja.
Hui, Moinsen, Montag, 6. Februar, alter Autowagen. Hallo. Junger Jens. Junger Jens. So, wir müssen mal eben nach dem Baumarkt gehen. Und wir fahren im alten Autowagen. Warum geht der jetzt nicht vor? Muss er nicht mehr wahrscheinlich. Ja, wir fahren mit dem alten Autowagen. Oh. Wir fahren mit dem alten Autowagen, weil ich will ein bisschen Holz mitnehmen. 2 Meter Enten. Und die passen in den neuen Autowagen nicht rein und deshalb nehmen wir den alten Autowagen. Also ja, und aus Nostalgiegründen. Ne? Auch das. Ja. So, auch zum Baumarkt hier. Ach scheiße. Ach, wir lassen offen. Ich kann gar nicht abschließen. Nee? Das ist Schrott. Ja, egal. Da wird wohl keiner was reinlegen jetzt. Fichte einfach. Na gut, dass das nicht regnet. Traumhaft. Ja. Hui, Moinsen. Dienstag, 7. Februar. Tag ist fast rum. Die Sonne geht da hinten Richtung Untergang. Der Untergang. Ja, hier ist noch ein bisschen mehr Holz zusammengekommen, was gehackt werden soll. Dann war heute Vormittag, den ganzen Vormittag war Büro angesagt, ein Teil vom Nachmittag auch noch, nichts Spannendes. Dann ist der Frontlader, der steht da, da fehlt nur der Schlepper, der steht hier. Der ist abgekommen, weil der Schlepper morgen noch mal einmal in der Werkstatt kommt. Und zwar fehlt noch die Handbetätigung für das automatische Zugmaul. Das muss eingebaut werden. Ist noch nicht rangekommen. Und, warte, ich zeige euch das. Hier die Hydraulikanschlüsse, die wir hier vorne haben, die sollen auch mit nach hinten noch. Das wird dann morgen auch noch mit gemacht. Und deshalb ist der Frontlader jetzt ab, damit sie da anständig dran arbeiten können. Jo, also wie gesagt, der kommt morgen in der Werkstatt. Ich wollte noch mal eben nur hier das Tor zu machen, weil das gleich wieder Frost gibt. Im Moment ist gerade ein bisschen Plus. Und daher, ich habe auch allen geschrieben, die Kartoffeln bestellt haben, dass ich im Moment nicht verschicken kann, weil wir haben immer Frost. So, und der Frost, wir hatten heute früh irgendwas -4. Und das ist jetzt auch noch ein paar Tage so. Und deshalb schicke ich jetzt keine Kartoffeln los. Das hat keinen Zweck. Das ist nicht gut für die Kartoffeln. Machen wir denn, ich denke mal, das soll zum Wochenende wärmer werden. Und dann kann das Montag rausgehen. Dass das zumindest bei uns frostfrei ist. Mehr kann ich dann auch nicht machen, aber das muss ich irgendwie gewährleisten. Die sollen ja auch noch schmecken und gut sein und sich halten. Jo, das dazu. Was noch? Noch 2 interessante Dinge bekommen, aber dazu denke ich mal im nächsten Video. Ja, vielleicht auch noch in diesem Video. Welchen Tag haben wir heute? Heute ist Dienstag, habe ich gesagt. Ja, könnten wir vielleicht auch noch in diesem Video unterkriegen. Mal gucken. Sehen wir denn. Aber jetzt hol ich gleich noch Feuerholz und dann machen wir Feierabend. Die Bude ein bisschen warm kriegen. Tor zu und der Schluss. Also, bis morgen. Sieht ganz anders aus ohne Frontlader, ne? Feine Sache. Schierer Frontlader. Oh, schier. Tschüss. Gute Nacht. Diesmal klappt das mit den Zwillingen, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Nee, keine Stubenziege. Sehr gut. Gute Nacht. Wollt ihr nochmal die Stacheln zeigen? Hui, Moinsen, Mittwoch, 8. Februar. Ich hatte die Kamera vorhin schon kurz an. Jens brauchte Holzplatten. Die hat er sich eben hier aus Resten, die wir rumliegen haben, zurechtgeschnitten. Kleiner Spoiler, Jens baut nämlich 2 kleine Ferienwohnungen zu Hause.
Ab Spätsommer, schätze ich mal, irgendwann, dann werden sie fertig und dann über Airbnb zu mieten. Also wer da denn Bock hat, hier bei uns in der Gegend einen Kurzurlaub zu machen oder sowas in die Richtung. Schon mal als kleiner Geheimtipp. So, ich bin jetzt aber nicht deshalb hier, sondern ich muss mal schnell was nachmessen. Ihr müsst mal eben kurz warten. So, messe ich. Ja, das ist doch gut. So, auf wieder. Sagen wir hier 18 Meter Luft. Also, Projekt Schnellbeschiss, schnell im Biss, Outdoor-Café bedienen, Dingsbums. Soll ja weitergehen. Als nächstes kommt hier Farbe über rein. Wir haben hier schon mal ein kleines Klettergerüst reingestellt und eine Heizkanone, damit ich hier übermorgen will ich die Heizkanone anschmeißen, die Wände aufwärmen, Restfeuchtigkeit rausdünstet und die Wände warm genug sind zum Streichen. Streichen, Wände, Decke, Stahl. Es liegt an. Dann habe ich. Wir sind nochmal in uns gegangen und jetzt haben wir gesagt, diese Seite, die muss schon komplett fertig. Ich habe ja gesagt, wir müssen erstmal sparen. Wir können diese Türen jetzt nicht ersetzen. Dann hatte ich mir das aber jetzt ein bisschen anders überlegt und sind mit Ina und Ehrenjens zusammen durchgequatscht. Also wir werden jetzt hier, wir haben ja noch Gitternstein liegen, das werden wir hochkleben bis hier. Dahin, 50 cm, dann werden wir hier an der Seite, da ist der Strich, da einmal komplett hochkleben mit Ytong und dann kommt hier ein einfaches Fenster rein. Nicht zu kippen, nichts, das ist einfach PVC, Anthrazit 7016 Rahl, Doppelverglasung und das setzen wir dann hier ein. Das habe ich bestellt, dann ist diese Seite schon mal fertig, weil hier sollen dann ja auch noch Regale hin, ne? Und das ist alles scheiße, wenn wir das so lassen, wie es ist. Dieses Loch hier, die Tür, das wird dann. Je nachdem, wie das zwischen Daumen und Zeigefinger mit der Lust ist im Laufe des Jahres, werde ich dann dafür was bestellen, bauen wir es ein. Erstmal lassen wir die Tür, wie sie ist. Das ist ja hier hauptsächlich für den Sommer, also es wird hier auch nicht geheizt, zumindest noch nicht. Das kann theoretisch auch alles nochmal kommen, aber erstmal ist das nicht geplant. So, dann werden wir hier eine Theke reinbauen, den nehmen wir ganz weg. Haben wir heute Vormittag nochmal eben entschieden, weil der ist unten eh lose, der ist auch nicht, der hat keine tragende Funktion. Wie man sieht. Also da müssen wir hier einmal Flex ansetzen, da einmal Flex ansetzen, dann kommt der Bums raus, der andere bleibt drin. Den lassen wir sitzen, weil wir brauchen da sowieso einen Eckpfosten. Dann werden wir hier die Theke auch nicht mehr mauern, sondern die werden wir aus Holz bauen. Und dann können wir hier, der nicht mehr im Weg, den setzen wir dicht. Das geht hier einmal dann ganz rüber. So ist der Plan, kann sich alles noch ändern wieder, aber ja, hier kommt ein Meter Durchgang, hier kommt die Theke auch durchgezogen. Meter Durchgang, da geht es später dann zur Küche. Dann kommt hier ein kniebetätigtes Handwaschbecken hin. Ist ja nun mal Auflage, müssen wir machen. Und wir werden uns, das werden wir alles selber bauen. Ich habe die Spüle auch schon da. Hier bauen wir eine Spüle rein, eine kleine. Hier muss nichts gespült werden. Wir haben ja die Spülküche, also das ist alles, aber man muss hier trotzdem Wasser haben, ne? Weil wenn da nachher Grill und Fritteuse stehen, ja, man braucht Wasser, das hilft alles nichts. Jo, so ist der Plan. Vom Ablauf ist der Gedanke jetzt folgender, dass wir unseren Getränkekühlschrank werden wir damit hinstellen. Da wird es hier noch verschiedene andere Sachen geben, aber dazu ein anderes Mal mehr. Und dann können unsere Gäste, die dann hoffentlich wieder kommen, wenn die Saison losgeht, die hier auf dem Hof sich die Zeit vertreiben wollen oder hinsetzen wollen, Kaffee trinken wollen, was auch immer, können hier reinkommen, können sich hier alles greifen, was hier so steht, wenn sie davon was gerne hätten, zum Beispiel ein Kaltgetränk oder wie auch immer. Alles außer Alkohol. Alkohol gibt es dahinter. Zapfanlage, die wir haben, die kommt hier dann auf den Tisch. Hier irgendwo wird ja wohl die erste Kasse stehen, dann kann man das Ganze bezahlen. Dann, wenn man dann Pommes oder was auch immer haben möchte, das wird dann hier fertig gemacht. Hier haben wir saubere Tabletts dann drin, so der Plan. Dann werden wir das alles aufs Tablett packen, hier rausschieben. Hier kommt ein Tisch hin, hier rausgeschoben. Hier steht dann nachher Senf, Ketchup, Mayo, Süß-Sauersoße, alles, was wir so haben, was man sich da auf die Fritten oder Frikadellen oder Currywurst, alles, was man da gerne drauf hätte, kann man sich dann selber aufmachen, kann mit seinem Tablett loslaufen und zack, sich ein Plätzchen suchen. Dann werden wir eine
Geschirrannahme da hinten hinstellen. Da werde ich, ich muss mal gucken, eventuell kaufen wir uns einen Tablettwagen oder wir bauen einen selber. Die sind gar nicht mal so günstig und wir brauchen mindestens 3 Stück. Mal schauen. Und dann ist der Plan so, dass man dann da, wenn man dann fertig ist, sein Tablett da einfach eben in den Wagen reinschieben kann und dann können wir es direkt durchschieben bis zur Spülküche und wir haben das schmutzige Geschirr nicht hier drin und das ist so die Idee dahinter. Jo, long story short, kann weitergehen. Leute, kurz vor Feierabend, ich habe noch einen für Axel. Aber da fällt mir gerade noch kurz gerade was ein. Schon fast wieder vergessen, weil morgen noch und dann ist der Vlog schon wieder zu Ende. Sollte jemand von euch verrostete Maulschlüssel liegen haben, die er nicht mehr braucht, würde ich wohl mich bereit erklären, sie zu entsorgen. Wir haben eine Idee. Das ist ja die alte Werkstatt und das soll auch so ein bisschen fortgeführt werden. Das ist alte Werkstatt, heißt das dann auch. Da, wo es dann die Pommes gibt, unter anderem auf der Hofseite. Und die würde ich gerne als Schubladengriffe nehmen. Also wenn ihr rostige Maulschlüssel habt, also keine 32er oder so ein Quatsch, ne? Also ich sag mal so bis Größe ja, maximal 24, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Ich habe noch nicht zusammengezählt, also ich denke mal von den Auszügen her, da könnten schon fast, das könnten fast 20 Auszüge werden, die wir bauen. Also irgendwie so bei rum. Ein paar Schlüssel finde ich sicherlich bei uns in der rostigen Werkstatt. aber falls jemand was hat, dann gerne melden. So, jetzt machen wir aber gleich Feierabend. Schluss für heute. Aber irgendjemand muss das noch wegparken. Tschüss! Hier steht immer noch ein Dino-Car rum. Hui, Moinsen, Donnerstag, 9. Februar, 8:45. Heute Vormittag ist ein bisschen Autowagen angesagt. Jetzt war ich gerade hier, im Nachbardorf Pattelsdorf bei Maler Heumann, habe mir hier noch die weiße Wandfarbe besorgt für die alte Werkstatt und er war vorgestern schon da und hatte die RAL 7016 Metallfarbe und RAL 7016 Wandfarbe vorbeigebracht. Dann haben wir jetzt farbmaterialmäßig eigentlich alles zusammen, denke ich. Sollte reichen. Also er sagte eben noch, er kann Samstagmorgen in sein Paket noch einen Eimer reinstellen, falls wir dann, weil Samstag wollen wir streichen, falls wir denn zu knapp kommen, aber das, der Eimer reicht. Ein Teil von der Wand wird ja auch in 7016 gestrichen, von daher, das muss dicke reichen. So, dann haben wir das zusammen. Jetzt juckel ich eben nach Schesel. Ich will gerne noch mal einmal eben zum Barber. Das ist ja nun schon, ihr könnt es ja sogar in den alten Vlogs nachgucken, weil ich das letzte Mal da war. Ist ein bisschen was her schon und mich nervt das. Die Haare sind zu lang. Ist zwar scheißkalt, aber das hilft alles nichts, das nervt trotzdem. Also da einmal eben kurz rundrum schneiden. Danach, das müsste eigentlich auch mal der Öffnungszeit ganz gut zusammenpassen. Danach juckeln wir dann nochmal eben schnell zum Baumarkt. Zettel habe ich in der Hosentasche, was ich alles brauche. Also ich wollte noch ein paar Rollen nachholen, ein paar Pinsel nachholen, ein paar Pötte nachholen. Und wenn sie das da haben, was ich suche an HT-Rohr, dann noch ein bisschen HT-Rohr. Und irgendwas war noch, habe ich vergessen, habe ich auf dem Zettel. Diesmal habe ich mir Zettel geschrieben, damit ich nicht nochmal dahin juckeln muss. Das nervt ja langsam. Ja, und dann ist der Vormittag wahrscheinlich schon so ziemlich gelaufen, fürchte ich. Besser. Uah, schattig ist das aber immer noch. Und jetzt zum Baumarkt. Ja, Nachmittag, aber schon wieder Autowagen. Jetzt muss ich zum Jan.
Das hatte ich eigentlich ursprünglich für morgen Vormittag eingeplant, aber da ist er nicht da. Also juckeln wir da jetzt mal eben hin nach Fieselhüwidi. Ja, dann wäre das heute, ich hatte eigentlich vor, noch was vorzubereiten, zu bauen, aber das wird dann wahrscheinlich, naja, ja, mal gucken, vielleicht komme ich noch dazu. Mal schauen. Ja. Wo wir gerade an den Transporter, Glühtransporter aus unserer Maschinengemeinschaft vorbeigefahren sind. Wir werden wohl nächste Woche, wenn es das Wetter zulässt, also es soll ja Plusgrade geben, weil auf Frost dürfen wir ja nicht fahren. So ein Quatsch, ey. Naja, werden wir einen Roggenschlag schon mal mit fahren lassen. 27 Meter Schleppschlauch in den Fahrgassen. Das wird im Weizen noch nicht gehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber der eine Roggenschlag, den wir mit dem 718, als wir den zur Vorführung hatten, den ich da gedrillt habe, da müssen wir fahren können. Und dass wir den auf jeden Fall schon mal fertig kriegen und dann müssen wir mal weitersehen. Also der Weizen, wie gesagt, und sowohl auch der andere Roggen, da werden wir da höchstwahrscheinlich noch nicht fahren können. Wir werden ja nächste Woche, fahre ich dann nochmal einmal mit dem Schlepper über die Fahrgassen, gucken wir das an, aber ich glaube, das wird noch nichts. Aber lieber 15 Hektar als gar kein Hektar, ne? Was fertig ist, ist fertig. Jo, das wäre soweit der Plan. Dann fällt mir noch auf, ich habe gestern, glaube ich, gesagt, dass heute ja schon der Vlog zu Ende ist. Oder habe ich das heute gesagt? Ist ja Quatsch, heute ist Donnerstag. Morgen kommt auch noch mit rein. Morgen kommt auch noch mit rein, weil im Moment ja nicht so viel zu tun ist und für euch nicht so richtig spannende Dinge passieren, sind wir jetzt bei einmal in der Woche. Ist dann so, ne? Wenn das mit dem Güllefahren hinhaut und dann auch noch Zeit ist zum Filmen, vielleicht sogar mit der Drohne, dann gibt es vielleicht auch ein Video mehr in der nächsten Woche, das weiß ich auch noch nicht. Aber je mehr Arbeit jetzt draußen auf dem Feld so nach und nach kommt, umso mehr Videos kommen dann auch wieder und umso interessanter ist es vielleicht für euch dann auch wieder. Nichtsdestotrotz, da bin ich ja nicht der Erste und der Einzige, der das sagt, aber nochmal zur Erinnerung, ist das ja hier auch ein Vlog, ein Videotagebuch, und in dem zeige ich und auch alle anderen, die vloggen, was den ganzen Tag so passiert. Ne? Ich hatte das nämlich gerade bei Howie gesehen, dass er das auch nochmal die Nötigkeit empfunden hat, anscheinend das nochmal zu sagen, dass auch wenn man eher zum Beispiel den ganzen Tag im Auto unterwegs ist, dass das dann dazugehört. Es ist nicht immer dasselbe. Es ist aber auch nie so, wie man sich das vielleicht als Zuschauer wünscht. Jedem kann man es nicht recht machen, mein Gott. So, jetzt aber wie gesagt, auf zum Jan. Ich habe die Ladefläche voller leerer Kisten. Zwei passen nicht mehr rein, die habe ich auf der Rückbank. Und dann haben wir denn das Lager auch wieder, was das angeht, auch wieder voll. So gut wie, alles hat er nicht. Ich lasse mich mal überraschen.
Moinsen, Freitag, 10. Februar. Hofladen, Kartoffeln fertig gemacht und so weiter. Und dann, wir haben im Lager drüben, im alten Lager, also das ist ja jetzt nur das Hofladenlager, haben wir, Moment, hier fehlt ein bisschen Licht, haben wir gestern auch schon mal wieder klar Schiff gemacht. Und dabei ist was Erschreckendes auf uns zugelaufen. Ich habe ernsthaft Schande auf mein Haupt, aber das habe ich voll vergessen. Vor langer Zeit stand ein großer Karton, der da, im Hofladen. Und das war eine super stressige Zeit. Ich habe den Karton aus dem Hofladen geholt, habe gesehen, da steht drauf, Sven und Ina gerne im Stream öffnen. Und habe den dann an der Seite gestellt ins Regal. Und den haben wir jetzt gestern wieder gesehen. Ich denke, Ina sagt, was ist das denn? Ich sage, oh scheiße, den habe ich voll vergessen. Verdammte Axt. Aber damit wir es nicht komplett vergessen, Zettel. Darf vorgelesen werden, glaube ich. Also ich mache das jetzt einfach mal. Hallo Ina, hallo Sven. Ich schaue mir gern eure Videos an und habe ab und an auch mal was in eurem Online-Shop bestellt. Vielen Dank. Wir waren in Bremen auf der Deluta, das ist schon ein bisschen her, ne? Wo Schnacki auch hin wollte und machen jetzt noch einen Kurzurlaub auf Pöhl. Und was liegt da näher, als dann mal auch bei Röpers vorbeizufahren und sich mit Kartoffeln einzudecken. Ich bin ein Lohnunternehmer, etikettiere und verpacke Weinflaschen für Weingüter. Super interessant. Anbei etwas Wein und Sekt und was vom selbstgebrauten Bier. Helles, verschiedene Sorten. Lasst es euch schmecken. Wahnsinn. Das Ganze ist von Markus. Lohnunternehmen Markus Benzmüller. So, und da drin haben wir... Ich habe fast mein Tablet runtergerissen. Da drin haben wir eine richtig klasse Auswahl an Weinen. So, das ist ein Sekt. Winzersekt, Riesling, oh geil. Also richtig was Feines. Alles verschiedene, hier ist ein Rosé, verschiedene Weine. Oh, verdammt nochmal. Also Markus, das tut mir echt leid, das ist nicht mit Absicht untergegangen. Das war, oh, war doof. Also wir haben es ja jetzt gezeigt und wir werden uns da auf dem Abend mal die ein oder andere Flasche von gönnen, Ina und ich. Vielen, vielen Dank nochmal, auch wenn es jetzt sehr, sehr spät ist. Ich hoffe, du siehst das trotzdem, weil du hattest hier untersteht, kann gerne im Video oder Stream gezeigt werden. Es ist ja nur sinniger, das im Vlog zu zeigen, dachte ich. Und deshalb haben wir das jetzt gemacht. Also nochmal sorry und ganz lieben Dank. Also es freut uns jetzt trotzdem, auch wenn es spät ist, immer noch sehr. Dankeschön. So, und eins haben wir noch. Das kam gestern mit der Post. Da ist kein Zettel dabei und ich habe auch jetzt so keine Nachricht irgendwie dazu, aber da ist ein Lieferschein dabei und da steht ja, wer es bezahlt hat. Also meine Adresse, wo es hingegangen ist und dann die Rechnungsadresse. Und da steht drauf Jan Niklas. Nachnamen sage ich jetzt nicht. Jan Niklas hat was bestellt für uns und zwar, schauen wir mal da. Ein Holzdübel-Set. Also richtig krass geil. Mit Markierung. Also Wahnsinn. Ich weiß gar nicht. Also, wer bist du und warum? Vielen, vielen Dank. Also echt, echt geil. Kann ich übrigens auch sehr gut brauchen. Dübelmarkierer und Markierspitzen. Ne, mit Dübel, mit Schleifpapier und ein Schleifkorkklotz. Ja, der ist da. Da. Da ist er. Also, Jan Niklas, auch an dich, ganz lieben Dank. Das kommt mir, vor allem auch die vielen Holzdübel, tatsächlich sehr gelegen, weil wir haben ja echt jetzt noch einiges vor, aus Holz zu bauen. Nicht so ein Quatsch hier, das ist Tinef, aber in der alten Werkstatt. Da geht das dann auch in Kürze los. Also, nächste Woche wird man schon einiges sehen. Nächste Woche kommt übrigens auch endlich ein 50K-Special. Ich hoffe, dass ich das nächste Woche geschnitten kriege, aber ich denke schon. Kommt übrigens auch nächste Woche noch extra neben den normalen Vlogs, weil das bin ich euch ja irgendwie noch schuldig und ja, machen wir dann auf jeden Fall. Bevor ich das vergesse, nachher zu erwähnen, habe ich es jetzt erwähnt. Dann wird da höchstwahrscheinlich Mitte, Ende nächster Woche der Fußbodenbelag schon reinkommen.
Und wenn der drin ist, dann werden wir anfangen, sobald wieder Zeit ist, die Möbel zu bauen. Und dann können wir das sehr gut brauchen. Also, ganz lieben Dank. Ich versuche jetzt hier noch ein bisschen klar Schiff zu machen. Hier ist so viel Material noch gekommen. Hier, das wird eine Absaugung für die Holzgeräte, weil der ganze Scheiß Staub, das nervt. Wenn es euch interessiert, schreibt es in die Kommentare, dann zeige ich euch das. Und ansonsten baue ich es einfach nur fertig und benutze es. Ja, und dann liegt hier noch ganz viel Geraffel, alles für die Schränke. Also Auszüge habe ich bestellt, die sind mittlerweile alle da. Für verschiedene Schubladen, zwei verschiedene Längen, einmal 400er und einmal 350er. Holzplatten sind da. Schwerlastrollen liegen hier noch rum. Hier ist noch ein Handwaschbecken, Kniebetätigung, was da rein muss, das ist auch schon da. Also am Material liegt es im Moment nicht, mehr an der Zeit. Aber wir kriegen schon hin. So, jetzt noch ein bisschen Büroarbeit mit dem Task Kaff dabei. Und dann muss ich draußen nochmal eben die einen Holzplatten runterfahren, damit wir, wenn wir denn Zeit haben, auch direkt loslegen können, Jens und ich. Und dann sehen wir mal weiter. Ja, das ist so der grobe Plan. Zu packen habe ich nichts. Ach, da fällt mir noch ein. Der nächste Vlog, wenn der nächste Vlog kommt, ist wahrscheinlich schon unsere Rabattaktion zu Ende. Deshalb erwähne ich es jetzt noch ein letztes Mal. Wir haben noch bis einschließlich zum 16. Februar, das ist nächste Woche, Donnerstag oder Mittwoch, Donnerstag glaube ich, haben wir noch 16% Rabatt in unserem Online-Shop auf alles. Mit dem Code Schmerzensgeld. Genau. So, das dazu und jetzt erstmal Büroarbeit und dann ein bisschen klar Schiff reinzubringen hier und dann geht es draußen weiter. Bis gleich. Zack, so, Mittag ist durch. Ich habe noch mal was gebastelt vorhin schnell, und zwar das da. Ich fand es ganz witzig. Ist im Shop drin, eine neue Tasse. Dann habe ich noch was anderes ausprobiert. Das darf ich nur leider nicht verkaufen, aber ist für mich, fand ich super witzig. Und Yoda. Yoda, hast du recht. Aber ich glaube, das gibt Ärger mit Disney. Da lassen wir lieber die Finger von. Und dann habe ich noch die Platten, die da oben standen, runtergeholt und dahingestellt. Jetzt kommen wir hier an alles ran. Da ist noch Seekiefer, da oben drauf, da unter ist auch noch Seekiefer, aber da oben drauf ist Multiplex. Und was soll ich das alles hin und her packen? Das ist ja auch Quatsch. Also Grundkonstruktion dann später. Alles im nicht sichtbaren Bereich, denke ich mal. Aus Seekiefer, sichtbarer Bereich, Multiplex. Und dann sollte das hinhauen. Jo. Jo, und last but not least habe ich hier die Heizkanone aufgestellt. Hab die auf 15 Grad eingestellt, den Thermostaten, so dass er hier die 15 Grad hält. Jetzt ist gerade aus, wie man merkt, dass die Wände, ja, das ist schon, fühlt sich schon gut an. Habe ich heute Morgen gegen 9 oder sowas eben zwischendurch mit angemacht, dass der Rest Feuchtigkeit hier rauszieht und die Wände sich schon mal ein bisschen aufwärmen. Jetzt haben wir auch ein bisschen Plusgrade. Achso, siehst du, da können nämlich Anfang der Woche auch die Kartoffelbestellung rausgehen. Machen wir dann auch fertig. Dass das hier alles abtrocknet und dann. Jetzt geht er wieder an. Raus hier, Mann. Dass das da alles abtrocknet und dann kann er die Tage die Farbe an der Wand und die Farbe an die Stahlträgers. Und dann geht das ja endlich weiter, ne? So. Das war's jetzt wieder. Die Woche ist rum, der Vlog ist rum und wir sehen uns dann im nächsten Video, das da höchstwahrscheinlich dann das 50K-Special sein wird, wieder, wenn ihr mögt. Und ansonsten im nächsten Vlog Ende nächster Woche irgendwann. Also, Dankeschön, reinhauen, auf Wiedersehen. Bösing! So, nochmal eben eine Tasse Kaffee. Nach dem Essen brauche ich immer Kaffee.